aber eine politische Idee zu entwickeln oder eine konzeptionelle Idee zu entwickeln, die es möglich macht, nicht nur den Stillstand zu verwalten, weil alle Angst vor der nächsten Wahl haben und immer in ihre Milieus reinschielen und sagen, wenn ich das jetzt mache, dann ist der Ortsverband oder die Splittergruppe unzufrieden. Das ist schon, das ist eigentlich das Ding, wovon alles handelt im Moment. Und ich glaube in der Tat, dass wir können es noch nicht ganz genau auf den Begriff bringen, aber dass wir so eine Idee dafür entwickeln, wie es gelingen kann, nämlich mit flachen Hierarchien, mit einem offenen Herangehen an gesellschaftliche Dimensionen und Probleme. Ja, und das heißt dann jedenfalls irgendwas nach den Volksparteien und entsprechend ist das wahrscheinlich ganz, ganz gut beobachtet. Gut, aber ich bin ja Journalist, deshalb stelle ich jetzt auch die journalistische Frage. Mit wem wollen Sie denn regieren? nee, sondern bei aller Begeisterung für flache Hierarchien ist die führende Kraft, stellt ja auch die Kanzlerin oder den Kanzler, ist das schon einkalkuliert? Nee, hier ist gar nichts kalkuliert. Im Grunde ist das Schöne gerade, und das ist jetzt wirklich keine Koketterie, sondern es ist tatsächlich so, dass wenig Kalkül dabei ist, sondern viel Nachdenken darüber, was eigentlich passiert, gute Beobachtung, wenn wir gut sind, was funktioniert und was nicht funktioniert, wo wir einen Widerhall erzeugen können und wo nicht, wie man eine Bündnisfähigkeit entwickelt, ohne gleich alle einzugemeinden, also jetzt mal, oder damit das konkret wird, diese, wie ich finde, großartige Fridays for Future-Bewegung ist ja auch eine Bewegung gegen die etablierte Politik. Natürlich auch ein bisschen gegen uns, die Grünen. Wir meiden natürlich, eigentlich ist das Rückenwind für uns, aber im Prinzip sagen die Kids ja auch, jemandem wie mir, das hast du alles viel zu lässig genommen. Und das ernst zu nehmen, also nicht gleich zu sagen, ey Leute, tretet alle bei uns ein, dann ist das Ding geritzt, sondern zu sagen, bleibt doch widerständig, ärgert, treibt die Politik und trotzdem die nicht verloren zu geben für die Demokratie. Das ist ja nicht trivial. Also dieses tätschelnde, auch das finde ich aber schön, Kinder, dass ihr demonstrieren, das ist ja total ätzend. Und auf der anderen Seite zu sagen, wir haben das alles schon, wir machen das schon so, wie ihr das wollt, stimmt eben auch nicht. Also das auszubalancieren, wie man eine Bündnisfähigkeit jetzt mit dieser Bewegung herstellen kann und sie trotzdem in ihrem eigenen Recht bestehen lässt. Das ist der Versuch eigentlich, sodass dann vielleicht Mehrheiten entstehen, ohne dass die Gesellschaft automatisch gleich in so einem nivellierten Einheitsbrei aufgeht. Ist das verständlich ein bisschen? Habe ich jetzt ziemlich geschickt die Kanzlerfrage umschifft, oder? Ja. Ich kann einfach eine Frage nachschieben, die vielleicht dann ein bisschen eine drastischere Antwort bringt. Und zwar Harald Welzer, der für mich einer der führenden Public Intellectuals in Deutschland, hat sich gerade vorher in einer Veranstaltung aufgeregt und er sagte irgendwie, ja, dieser Habeck, der stellt sich da beim Kongress hin und sagt irgendwie, ja, junge Leute, ist ja toll, dass ihr uns in den Arsch getreten habt. Und das fand er überhaupt nicht toll. Als Haltung auch nicht viel besser, als jetzt Kids über den Kopf zu streicheln. Ja, ich weiß schon, was er meint. Aber wie soll ich darüber reden, wenn nicht ehrlich? Also und ich meinte, ich glaube, dieses ist ja toll, dass ihr uns, also ich habe das vor einer Woche gesagt oder so, als ich dazu gefragt wurde oder als ich dazu reden musste. Und ich glaube, es liegt daran, dass Arschtritt schon so despektierlich rüberkommt. Aber ich meine es tatsächlich so. Also ich meine tatsächlich, dass ich, obwohl ich jetzt Bundesvorsitzender der Grünen bin, 6 Jahre lang Energiewende, Landwirtschaft und so weiter verantwortet habe und für mich sagen würde, ich habe das so ehrlich und so lauter und so engagiert getan, wie ich das irgendwie tun konnte, die Radikalität oder Faulheit nicht überwunden habe. So, und jetzt, was soll ich jetzt sagen? Soll ich zurücktreten und sagen, ich bin 7 Jahre lang dafür oder 6 Jahre dafür verantwortlich gewesen, gemessen an euren Maßlatten bin ich gescheitert, macht jemand anderes das? Oder soll ich sagen, okay, das ist wie ein Weckruf, noch einmal nicht unhinterfragt einfach alles weiterzubieten wie bisher, also in meiner Sprache ein Tritt in den Arsch. Ich weiß aber, was Welzer meint, dass er, das klingt ja auch so wie, danke, dass ihr so unbequem seid. Aber das ist natürlich eine irgendwann dann schwer aufzulösende Logik. Ich meine es tatsächlich so, dass diese Demonstrationen unangenehm sind, auch für uns, für alle eigentlich, und habe es vielleicht ein bisschen nachlässig formuliert. Ja, Sie können klatschen, das ist hier durchaus... Sie müssen aber auch nicht klatschen. Muss aber nicht, nee. Ist aber möglich. Ist ja kein Parteitag hier. Okay, das muss jetzt sacken, das muss jetzt einsacken. Wie, dass es kein Parteitag ist? Nee, was das bedeutet.
Das ist kein Parteitag ist. Nee, das andere. Ja, ah, verstehe, aber ja, aber das ist. Wie ist denn das angemessene Sprechen als grüner Bundesvorsitzender über Fridays for Future? Das ist eine schwierige Frage. Weil das sehr schnell ins Paternalistische natürlich ausartet, dass es überhaupt das Sprechen über sehr schwierig ist. Also deswegen finde ich schon, dass man besser mit Luisa Neubauer spricht als über sie. Und das machen Sie ja heute Abend, oder? Ja, ja, genau. Ich fahre hier nach zum Kongress der Grünen Jugend in Leipzig, also jetzt, also direkt hier nach. Und da ist die dann auch. Und das ist dann deren Home Turf. Und dann werden die halt die linguistische Arena bestellen. Also der Grundansatz, das ist mir bei diesem Grundsatzprogramm aufgefallen und das scheint mir ja auch ein entscheidender, also Paradigmenwechsel soll ich nicht sagen, hat man mir gesagt, eine entscheidende Wende zu sein in der grünen Geschichte, will es jetzt nicht übertreiben, ist, dass man im Grunde sagt, wir müssen positiv an die Sache rangehen, ohne dass es banal wird, um Probleme lösen zu können. Und das hat in Ihrer Rede gemündet in den schönen Beitrag irgendwie, Schluss mit Nölen, denn wer will schon Nörgler? Ne? Und dann gab es einen großen Beifall und dann wurde weiter genölt und genörgelt. Also was ich sagen will, ist, es gibt offenbar zwei Systeme, die im Moment, es gab auch Beifall dafür natürlich, ist schon klar und es gibt auch eine Sehnsucht, aber es gibt zwei Systeme, die miteinander konkurrieren und es betrifft jetzt nicht nur diese Partei, sondern es scheint mir auch die Gesellschaft zu betreffen. Ja, das ist, naja, sagen wir so, es ist eine Aufmerksamkeitslogik, der wir wahrscheinlich alle, also jetzt nicht nur die Taz und die Grünen verhaftet sind, sondern alle hier in diesem Saal, wenn man will, dass Menschen einem zuhören, dann muss man halt möglichst drastische Bilder wählen. Und die drastischen sind halt in der Regel die negativen, kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir Radio hören und dann kommt Verkehrsfunk und dann ist irgendwie der Verkehr auf der A7 fließt ruhig vor sich hin, keine Staus und die Züge sind auch pünktlich, dann sagen alle, ja gut, fein, also das hört man gar nicht. Und wenn dann aber Massenunfall, Karambolage und so weiter ist, dann ist man natürlich sofort Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist dann da sofort da. Das ist auch gar nicht ehrenrührig. Wahrscheinlich sind wir so eingestellt worden mal in ganz grauer Vorzeit, dass wir achtsam sind auf Gefahr. Also dass da einfach eine andere emotionale Erregung und Aufmerksamkeit da ist. Sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht hier, sondern alle Säbelzahntiger hätten uns aufgefressen oder so. Aber deswegen ist es auch lauter, finde ich, die Probleme, die Herausforderungen, die Dramatik zu beschreiben. Aber aus der Angst heraus ist ja noch keine Handlungsanweisung gegeben. Deswegen würde ich es gar nicht nur, also es ist jetzt nicht so, dass man nur positiv und lächelnd durch die Gegend rennt und sagt, wird schon alles gut. Man soll schon drastische Worte und Bilder und Beschreibungen finden für das, was gerade passiert, aber da nicht stehen bleiben, sondern dann am Ende mit einem Impuls rauskommen, dass es einen Unterschied machen muss, ob man sich jetzt einmischt oder nicht. Und wenn die Frage nur noch ist, mit wem reiten wir in den Untergang, mit Gelb, Rot, Schwarz oder Grün, dann ist auch egal eigentlich, darf aber nicht egal werden. Deswegen muss es eine Möglichkeit, einen Impuls, eine positive Auflösung auch dieser Drastik geben. Einfach logisch muss es die geben. Fast muss man sich ja zwingen, daran zu glauben, dass es noch geht, weil die ganzen Graphen, Statistiken jetzt, was die Erderwärmung angeht vor allem, aber das kann man natürlich auch bei sozialer Gerechtigkeit oder bei jeden Wohnungsnot und so weiter. Also es gibt wenig Tendenzen, die zeigen, ah, da werden Probleme richtig gut gelöst. Aber trotzdem muss ja gestalten wollende Politik diesen Impuls so setzen wollen. So, und das hat natürlich, und deswegen stimmt es, ist gut beobachtet, ist für uns auch, also für uns jetzt die Grünen, ein Lernprozess und auch eine Herausforderung, auch dünnes Eis durchaus, das will ich mal sagen, weil ja bestimmte Antworten dann sehr hart ausfallen können. Entweder Antworten, was Ordnungsrecht, Konsumverzicht, Bruch mit Wachstumsprozessen angeht oder, und wahrscheinlich braucht man beides, auch Antworten, was technische Möglichkeiten und Nutzung von technischen Möglichkeiten angeht. Und zwar nicht nur erneuerbare Energien, sondern die Digitalisierung in der Energiewende einzusetzen, damit man überhaupt noch eine Chance hat, das einigermaßen hinzubekommen. Und das wissen ja auch alle hier in diesem Raum, wenn man eine neue Technik nutzt, gibt es so viele Fragezeichen und Abers, wie Begeisterung, wahrscheinlich mehr Arbeit und Begeisterung. Das, so, deswegen tasten wir uns da auch voran an was Neues. Aber nicht in was Neues hin, ist aber nicht so, dass es
ganz klar und automatisch und immer schon da war, das stimmt. Aber die, die Dimension des Klimawandels ist ja so intensiv, dass Leute das Gefühl haben, ich muss die Drastik der Lage klar machen. Das heißt, ich muss dramatischer sprechen. Das merkt man immer wieder. Jetzt hat man gleichzeitig auch das Problem, dass dramatischeres Sprechen nicht, jedenfalls in den letzten 30 Jahren, nicht zu gewünschten Erfolgen geführt hat. Deswegen sind auch Leute, ich kenne das auch, immer wieder hin und her gerissen, ob sie jetzt sagen wollen, es ist alles ganz schlimm oder wir kriegen das schon hin, das ist irgendwie schon so okay. Weil gleichzeitig, ich will noch den Gedanken fortführen, ist es so, dass man den Eindruck hat, alle Leute wissen alles, gleichzeitig aber den Gedanken hat, dass mitnichten alle Leute alles wissen und ihnen klar ist, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist. Also es ist eine relativ irritierende Situation, dass die das Sprechen nicht einfacher macht. Ja, ich glaube, dass dieses dramatische Sprechen am Ende auch nur eine rhetorische Figur ist. Also wenn es gelingt, über Sprache eine Veränderung herzulösen, dann nicht durch das dramatische, heißt apokalyptische und so weiter sprechen, sondern über das euphorische, das enthusiastische. Also das kenne ich von mir jedenfalls, wenn ich Reden gehört habe, die wirklich einen Impuls nach vorne geben, also der junge Obama oder sowas, dass man denkt, hey, da willst du einfach mitmachen. Das ist einfach unfassbar geil, was da passiert. Das ist aber ein positiver Impuls. Wenn du einen analytischen Vortrag in den dunkelsten Bildern hörst, wie schlimm die Meere verseucht sind mit Plastik, wie dramatisch das Artensterben ist, wie viele Kohlekraftwerke gerade weltweit gebaut werden und wir hier mit unseren 30 Dingern, die wir abschalten wollen. Und dann sagt man, und deswegen ist unmittelbare Politik jetzt nötig. Gehen Sie bitte nach Hause und sorgen dafür. Dann gehen alle nach Hause und sagen, oh, was soll ich denn jetzt bloß machen? Also was ich sagen will, ist, dass das dramatische Sprechen ist letztlich nur eine rhetorische Figur, um überhaupt reinzukommen in eine Rede. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Wirklichkeit einfach immer, also die Bilder der Wirklichkeit viel konkreter ist als das, was wir da beschreiben können. Und das ist jetzt bezogen auf den Klimawandel immer das Problem gewesen, dass es am Ende immer nur Zahlen waren. 2040 2 Grad oder 2050 4 bis 6 Grad. Und dann rechnet man 2 bis 4 Grad runter und sagt, naja, also ich war neulich an der Ostsee, die hatte 17 Grad, 2 Grad mehr wäre nicht so schlecht gewesen. Kann ja nicht falsch sein, 2 Grad mehr zu haben. Und dann wird es so lächerlich und niedlich und man kriegt sozusagen, man kriegt es nicht konkret in der Dramatik, was das bedeutet. Außer es wird auf einmal richtig heiß. Und außer, und das ist der Unterschied jetzt, es sind reale Menschen und zwar nicht in fernen Ländern, wo wir sagen, naja, es ist vielleicht schlecht für die, aber es ist auch ganz schön weit weg für uns, sondern unsere Kinder auf einmal da sind. Und das erklärt für mich die Dimension von Fridays for Future. Zum ersten Mal wird es emotional anschaulich. Auf einmal können auch die Erwachsenen dem nicht mehr ausweichen, weil jetzt dieser Klimawandel nicht mehr eine Zahl ist, sondern Gesichter bekommt. Und zwar Gesichter, die abends auch immer am Abendbrottisch sitzen und die mit den Eltern und den Lehrern darüber streiten, Schule schwänzen fürs Klima oder nicht. Und dem kann man sich dann nicht entziehen. Das ist tatsächlich die neue Dimension. Das ist jetzt durch die Menschen unmittelbarer, menschlicher geworden ist. Und das ist auch ehrlicherweise die ganz große Leistung von all denen, die da freitags immer hingehen. Gut, ich finde das ja interessant, aber das ist meine Deutung, dass diese Bewegung der Straße tatsächlich auf eine veränderte Politik zielt. Also im Grunde, dass die jungen Leute nicht sagen, ja, schöner wäre es, wenn es schöner wäre oder wir brauchen mehr Moral oder sowas, sondern sie sagen, wir möchten, dass das Klimaabkommen von Paris von, im deutschen Fall, der Bundesregierung eingehalten wird. Und das Interessante ist, habe ich gerade auch mit Kevin Kühnert drüber gesprochen, dass das offenbar in der jetzigen Realität ein radikaler Gedanke zu sein scheint. Das ist nicht selbstverständlich, es ist radikal. Das 2-Grad-Ziel ließe sich mit den Mitteln, wie sie erdacht sind, umsetzen. Das 1,5-Grad-Ziel nur noch mit weit dramatischeren Mitteln. Das ist tatsächlich ein Einschnitt, das muss man so deutlich sagen, der ohne Wohlstandsverlust und ohne Einkommensverluste nicht einfach zu erbringen ist.
Gut, aber es ist so. Ja. Also auf alle, die Politik hat es sich in dem Sinne bequem gemacht. Also nicht nur, dass sie nichts getan hat, also selbst das mögliche Klimaziele gibt es ja seit 2011 oder so, dass die noch nicht mehr die eingehalten werden. Also das als Bequemlichkeit. Aber das 2-Grad-Ziel ist halt immer das, auf das hingearbeitet wurde. Die Fridays for Future-Leute sagen aber 1,5 Grad, was im Prinzip minus 10 Jahre für uns, für die westliche Industriegesellschaft bedeutet. Und also andere Länder verweisen darauf und der IPCC, der Weltklimarat auch, dass andere Techniken zur Verfügung stehen, namentlich Atomkraft, Geoengineering, CCS. Das lehnen wir, also jetzt meine Partei, aus, wie ich glaube, guten, jedenfalls gut argumentierbaren Gründen ab. Andere Länder tun sich da weit weniger schwer damit. Das wäre natürlich die dritte Möglichkeit, wenn man nicht einen radikalen Wohlstandsverzicht herleitet, wenn man nicht in Kauf nimmt, dass, also ne, wir können den CO2-Preis ja morgen, der ist jetzt bei 28 Euro, glaube ich, und das führt jetzt schon dazu, dass Stahlwerke und Zementwerke und so weiter merken, dass es sinnvoll machen kann, sinnvoll sein kann, in andere Techniken rein zu investieren. Gut, okay, kann man drüber lachen und sagen, ach, jetzt merken die das schon, vielen Dank, habt ihr auf dem Baum geschlafen oder was? Aber jetzt merken sie es. Aber du müsstest, und wir sagen immer, alle Umweltbewegten, alle Verbände, die Grünen, 40, 50 Euro die Tonne CO2, dann haben wir wirklich einen Steuerungseffekt. Aber um das wirklich in der Dramatik hinzubekommen, müsstest du wahrscheinlich auf 200 Euro gehen. Und dann hast du Schlangen wie hier vor dem Saal, vor der Tankstelle. Aber die sind nicht begeistert, die Leute wahrscheinlich. Also kriegst du es über den Preis wahrscheinlich nicht geregelt. Das wird einfach nur, dann tanken nur noch die Leute, die es sich wirklich leisten können. Also musst du es per Ordnungsrecht machen. Das wäre gerechter. Es werden nur noch Autos gebaut ab, die keinen Verbrennungsmotor haben. Hat aber ganz logisch Konsequenzen. Es werden dann eben weniger Autos gebaut, weil die so schnell die ganze Industrie, die ganzen Bänder nicht umkriegen. Das muss man dann halt in Stuttgart und in Sindelfingen argumentieren. Jetzt will ich den Fridays for Future-Leuten überhaupt nicht den Elan nehmen. Ich will nur sagen, das ist tatsächlich, das war ja die Frage, 1,5 Grad bis 2040 ist tatsächlich nochmal ein Schub mehr Radikalität. Und darauf sind wir alle nicht wirklich vorbereitet. Gut, aber wir haben jetzt ja das Problem, es sind nicht nur tolle junge Leute auf der Straße, die für die Einhaltung des Klimaabkommens demonstrieren, es sind auch tolle junge Leute auf der Straße, in Stuttgart zum Beispiel, die für ihren Diesel demonstrieren. Gibt's, das gibt's. Also im Grunde, was ich sagen will, ist, die Realität ist sehr vielfältig und man muss ja sagen, Allianzen oder Bündnisse mit allen Leuten schließen und nicht, oder mit vielen Leuten oder mit einer Mehrheit schließen. Ja, und eine Mehrheit. Mehrheit reicht. Alle müssen es gar nicht sein. Aber eine Mehrheit am Ende wäre nicht schlecht. Eine politische Mehrheit, das wäre das Erste. Aber dann kommt das Zweite, dass man eben diese Ziele ja nicht einfach anordnen kann, sondern es sind ja komplexe Prozesse. Und deswegen, ich will darauf raus, dass Sie diesen Begriff der Bündnispartei vorgestellt haben letzte Woche. Und jetzt würde ja sagen, ein normal vorurteilsbeladener Mensch denken oder auch nur ein normal kritischer Mensch. Ah ja, da haben sie sich wieder ein schönes Schlagwort einfallen lassen. Die wollen doch nur mit allen koalieren können, damit sie in ihren Dienstlimousinen fahren können. Aber Bündnispartei wurde ich dann, zumindest habe ich das mitgekriegt, meint ja eine viel tiefgreifende Veränderung, will ja tatsächlich an diese Prozesse rankommen der Veränderung. Könnten Sie darüber sprechen? Ja, und das wäre dann auch meine Auflösung, warum wir dann hier doch nicht so miesmutig aus diesem Saal oder was immer das hier gerade ist, aus diesem Backofen hier rausgehen sollen, weil der Grundfehler der Klimapolitik ist, sich den Kopf heiß zu reden, ob wir es bis 2040 oder 50 schaffen und ob wir 2040 1,5, 1,8 oder vielleicht doch 2,2 Grad haben. Und wir sind natürlich super da drin, uns mit abstrakten Statistiken zu beweisen, dass das nicht geht oder dass es geht. Ich habe es ja eben auch getan. Im Grunde waren die eigentlich immer alle falsch. Also alle Annahmen über technischen und gesellschaftlichen Wandel haben die Dynamik immer unterschätzt. Das kann, leider muss man das zugeben, auch in die wahrscheinlich hier im Saal auch mehrheitlich gewollte oder mehrheitlich so beurteilte falsche Richtung gehen. Es kann eben sein, dass die Entwicklung von Konsum, von Egoismus, von unökologischem Verhalten auch immer schneller weiterläuft. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es in die andere Richtung schneller geht. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wer weiß denn, was 2025 passiert ist, welche Innovationssprünge, welche Effizienzen, welche
Teilenprozesse die Gesellschaft auf einmal als Mode erfasst haben und wir hören auf, uns alle permanent neue Klamotten zu kaufen, sondern organisieren uns irgendwie und die ganzen Sachen, die in den unteren Wäschestapel sind und total topfit sind, die gibt man einfach weiter ab und alle haben genauso viel Wohlstand wie heute, nur mit einem Drittel der Ressourcen, die wir im Moment verbrauchen. Kann alles passieren und vielleicht passiert es ja auch einfach aus einer gesellschaftlichen Dynamik heraus. Was ich also sagen will, ist nicht verzagen, sondern entscheidender, was 2040 erreichbar ist oder nicht, ist, was 2021 passiert oder am besten 19, 20 und 21. Und darauf, glaube ich, muss man voll setzen und das wiederum heißt, dass ich jetzt gar nicht mehr die Geduld habe und das ist auch dieser Bündnisgedanke, mit Leuten darüber zu streiten, seid ihr denn im Prinzip auch bereit, 2039 den letzten Schritt zu gehen? Sondern die entscheidende Frage ist doch, seid ihr 2019 und 20 bereit, die ersten Schritte zu gehen? Und wenn man das so macht, also im gewissen Sinne pragmatischer, man soll natürlich seine Werte und seine Ideale und die Vision behalten, aber man muss ja in die Umsetzung kommen, dann fällt einem auf, oder ist jedenfalls meine Erfahrung, die spiegelt sich natürlich auch in den Diskussionen, die wir jetzt gerade führen, dass die Bereitschaft eigentlich viel größer ist, wenn man es klug herstellt, als so ein enges, kleines Milieu, das sich sowieso einig ist, wie es eigentlich gehen kann. Und das ist genau gemeint, raus aus dem engen eigenen Milieu und dafür sorgen, dass die Prozesse so organisiert werden, dass selbst Leute, die eigentlich Gegner sind oder sperrig sind und die vor allem konfrontiert sind mit der Frage, wie soll es 2040, 50 weitergehen und dann aussteigen, dass die in den nächsten Jahren erstmal mitmachen. Also vom Ziel her denken und dann sich die Umsetzung suchen. Ich mache es mal am Beispiel deutlich. Ich mache mal 2, 3 Beispiele aus meinem Leben. Nur nicht, weil das so toll ist oder so, sondern nur, weil ich es halt erlebt habe. Einmal Stromnetzausbau war in Schleswig-Holstein ein Riesending. Wir hatten, als ich 2012 Minister wurde, schon zu viel Strom für das Stromnetz, das da war. Und dann haben wir es auch noch in den Amtsjahren, die ich da war, im Grunde verdoppelt. Also alles erneuerbare Energien. Also musste es ganz schnell gehen, sonst wäre das alles gar nicht durchhaltbar gewesen. Und alle wissen, dass Stromnetzausbau total unattraktiv ist. Niemand will die Dinger haben. Bürgerbewegungen, Proteste, alle waren sofort da. Und das wurde gelöst, nicht indem man gesagt hat, aber das Planungsrecht sieht folgende Schritte vor und wir sorgen dafür, dass die sauber abgearbeitet werden, sondern indem man im Grunde Veranstaltungen wie diese gemacht hat, nur dass sie nicht zu Wort kommen, das war da ein bisschen anders, und gesagt haben, Leute, wir müssen das irgendwie von A nach B kriegen, 180 Kilometer. Klar, es gibt auch Alternativen, aber die laufen letztlich auf weiter Betrieb der Atomkraftwerke raus. Das ist nicht mein Weg und Kohle will ich auch nicht. Also wer das will, kann das wollen, aber der wird hier heute Abend keinen Raum finden. Also es gab schon ein Ziel, nämlich diese verfluchte Leitung zu bauen und sie nicht in Frage zu stellen. Dann allerdings war es möglich zu sagen, wie denn? Rechtsrum, linksrum, dann haben die Leute gesagt, also der Protest war erstmal Trillerpfeifen ausgeteilt, wollen wir gar nicht haben, lass die Bayern doch ihre Atomkraftwerke weiterhaben, was kümmern uns die denn und so, das war alles zu hören. Und nach 2 solchen Veranstaltungen haben die Leute das Angebot angenommen und fühlten sich ernst damit genommen, wurden sie auch, indem sie gesagt haben, naja, also wenn wir da schon durch müssen, bitte nicht durch den Wald, da spielen immer unsere Kinder. Und wenn du schon so eine Leitung baust, dann sieh doch mal zu, dass du diese alte Leitung wegnimmst, denn da haben wir dummerweise unsere Häuser runtergestellt, das ist jetzt auch nicht mehr so schön. Und vielleicht kannst du die Leitung da in die Erde legen. Und so ist es dann gekommen, dass die Stromleitung überhaupt nicht so gebaut wurde, wie sie eigentlich mal geplant war, sondern die meandriert so ein bisschen durch die Landschaft, aber alle waren am Ende zufrieden. Die Naturschützer haben gesagt, also wenn das so geht, wir wollen ja auch die Energiewende, dann klagen wir da nicht dagegen. Die Bürgermeister haben gesagt, alles berücksichtigt worden, finden wir zwar immer noch nicht nur gut, aber wir sehen, dass die Argumente gewogen wurden und dass die beste Lösung entstanden ist. Und so ist das, was am Anfang langsamer war und wie eine Verkomplizierung des Prozesses aussah, eigentlich der Faktor zum Erfolg gewesen. Und dann wurde sie in Windeseile geplant, genehmigt und ist jetzt auch im Bau. Und so stelle ich mir das quasi gesellschaftlich insgesamt vor. Das kann man übertragen auf alle möglichen anderen Prozesse. Aber was nicht funktioniert mehr ist, zu sagen, wir haben jetzt das Mandat des Wählers bekommen, wir stellen die Regierung, wir haben die Macht, wir haben das Recht, alle anderen die Klappe halten. Das wird nicht mehr funktionieren. Da, so finden wir wieder ein Endlager, ich sehe Rebecca Harmster auf dem Fußboden sitzen für den Atommüll. Noch finden wir, sieht aus wie hier Gorleben, Rebecca. So kenne ich dich. Da.
Und, sehr charmant, und, sehr charmant. Und so kriegen wir auch die, ja, so kriegen wir noch nicht mal die Wohnung in Berlin gebaut, glaube ich. Selbst wenn wir deutsche Wohnen enteignen und sagen, jetzt weiß der, hat der Senat in seiner Allmacht die Wohnung und er wird für 200.000 Berliner Wohnungen bauen und sagen, wie das geht, plant er wahrscheinlich an den Bedürfnissen vorbei. Und das wiederum ist dann, sind sozusagen Beispiele für die Übersetzung von Bündnisfähigkeit. Natürlich müssen die Wohnungen gebaut werden, natürlich brauchen wir erneuerbare Energien, natürlich brauchen wir auch sogar ein verfluchtes Endlager für den verfluchten Atommüll, aber anders agieren und nicht erstmal fragen, Moment mal, hast du nicht dein Leben lang CDU gewählt? Dann das hast du jetzt hier gerade gar nicht zu sagen, das ist nämlich gerade meine Zeit. Das funktioniert nicht mehr, sondern wenn du ein gutes Argument hast, wirst du gehört und dann setzen wir es um. Und nicht Angst vor Umfragen haben, sondern darauf glauben, dass die dann schon auch kommen werden, die Umfragen und die Wahlergebnisse. Ja, was Sie mir da gerade oder uns erzählt haben über die Realität des Ministertums, erinnert mich an etwas, was der wirklich großartige Soziologe Armin Nasehi beschreibt, weil er ja diese Idee, die Grünen als Übersetzer von Prozessen hat. Und er sagt eben, es gibt Systeme und diese Systeme funktionieren, wie sie funktionieren. Der Unternehmer muss seinen Gewinn machen, muss seine Arbeitsplätze schützen, der Politiker muss seine Mehrheit haben, sonst wird er abgewählt, die Gewerkschaften müssen das machen, was die Gewerkschaften machen und jetzt geht es darum, zwischen den Systemen zu übersetzen und das klingt für mich alles wunderbar und ich glaube auch, dass das sozusagen die neue Notwendigkeit dieser Zeit beschreibt, aber was ich nicht verstehe, ist, wo besteht dann die Übersetzungsleistung, dass innerhalb dieser Systeme, die für sich funktionieren, dennoch ein gesellschaftlicher, sozialökologischer Fortschritt erzielt werden kann? Das ist auch ein Widerspruch oder eine Spannung, würde ich sagen, aber man kann das, glaube ich, nur auflösen, indem man an einem Ziel festhält, so ähnlich wie die Stromleitung. Also eine halbe Stromleitung wäre eben nichts gewesen. Und so muss das Ziel Paris einhalten, bei aller Schillerheit dieser Forderung, 2 Grad, 1,5 Grad und so weiter, immer im Auge behalten werden. Also wenn wir jetzt, wir können es ja, ich habe ja schon dafür plädiert, es konkret zu machen, wir haben, also das Ziel war 2020 minus 40% CO2-Ausstoß oder Emissionsausstoß bezogen auf 1990. Wir sind bei 32%. Gut, wir haben noch ein Jahr Zeit, kann ja viel passieren, aber so viel wird nicht passieren. Obwohl Politiker immer gesagt haben, oder auch Politikerinnen, in diesem Fall Frau Merkel, schaffen wir, das schaffen wir wohl nicht mehr. Das heißt doch aber nicht, dass wir 2030 nicht besser sein können. Das ist so ähnlich wie mit der E-Mobilität, wo man gesagt hat, 2020 eine Million E-Mobile auf der Straße. Wir haben, glaube ich, weiß ich gar nicht was, 60.000, 70.000 oder so, wahrscheinlich ist die Zahl falsch. Das heißt aber nicht, dass wir nicht 2030 es sogar schaffen können, den Verkehr ganz weitgehend zu dekarbonisieren. Also das Ziel muss schon erhalten bleiben und die Ansprüche müssen immer ehrgeiziger werden. Dann allerdings in der Umsetzung kann man flexibler sein oder sich was Neues ausdenken. Was Neues hieße in diesem Fall, wir sind vielleicht bei der Landwirtschaft noch nicht so weit, dass wir jetzt einen radikalen Wandel beim Fleischkonsum und der Fleischproduktion hinbekommen. Aber in den innerstädtischen Verkehren wiederum, also jetzt hier Berlin-Friedrichstraße, warum fahren ja eigentlich noch Autos? Das können wir deutlich schneller hinbekommen. Okay, nur die Friedrichstraße autofrei bringt auch noch nicht so viel, aber diese Diskussion hat man ja überall. Sie sagten gerade Stuttgart. Also vielleicht schaffen wir an anderen Stellen einen radikalen Wandel, der dann andere Systeme entlastet, die dann später nachkommen. Also das wäre sozusagen meine Antwort. Das Ziel immer kontrollieren, auch transparent machen, aber einsteigen letztlich in eine Logik, die nicht heißt, wer wird jetzt als nächstes noch genötigt zu verzichten, sondern wer kann noch mehr beitragen? Also das kann man ja, ne, das Positive wäre dann ja nicht die Frage, wen quälen wir als nächstes und wo machen wir den nächsten Verzicht, sondern wir steigen in einen Wettlauf, der fragt, wer kann noch einen größeren Beitrag leisten, das Klima zu retten? Und diese Leute, die das tun, die Systeme, die das tun, die kriegen die größte gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn wir das, große Anerkennung, die kriegen den Applaus. Und wenn wir dahin kommen, wenn wir das als gesellschaftliche Bündnisaufgabe in dem Sinne begreifen, ja, wie ein Fußballspiel oder ein Handballspiel, wo man füreinander arbeitet und nicht jeder seinen kleinen Claim absteckt, dann kommt man ungefähr in das, was Armin Nasehi gesagt hat. Dann übersetzt man jeweils die eigenen Noten und Notwendigkeiten, aber man versucht einzusteigen in ein neues Wir-Gefühl, das sich unterscheidet von dem alten Wir-Gefühl, dass wir nicht alle gleich sein müssen. Also wir müssen nicht erstmal, wir müssen nicht mal die gleiche Partei alle wählen. Schon gar nicht müssen wir
das gleiche Familienmodell haben, das gleiche Arbeitsmodell, das gleiche Glücksempfinden. Aber die Ziele, die müssen wir versuchen, gemeinsam umzusetzen. So, bisher war ich so ein bisschen milde, jetzt muss ich ein bisschen strenger werden, weil Sie Rebecca Harms erwähnt haben, eine der führenden europäischen EU-Politikerinnen der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und wenn wir über Europa sprechen, dann ist ja Deutschland im Grunde ein Wintermärchen oder ein Sommermärchen, denn die Verhältnisse sind ja noch viel komplizierter. Also die Frage der Allianz, der Bündnisse, der Frage, wie man tatsächlich sowas wie eine sozialökologische Wende europäisch hinbekommt, ist viel komplizierter. Und wir haben es ja, muss ich leider ungalant sagen, mit der Realität zu tun, dass die Grünen in Europa bei der letzten Wahl 5,% gekriegt haben, mit Regionalbündnissen zusammen 6,6%. Also es ist wirklich nicht sehr viel, wo man sagen könnte, da nähert man sich in Richtung Mehrheitsfähigkeit. Die Frage ist deshalb jetzt, was macht man damit und was streben Sie jetzt europäisch an für diese Wahl? Das, ich meine jetzt nicht in Prozenten, sondern in Bündnissen, damit am Ende tatsächlich ein Ergebnis steht, erkennbar. Ja, es kann natürlich immer mehr sein, das ist ja gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite hatten die Grünen bundesweit bei den letzten, weiß nicht was, 3 Bundestagswahlen auch nie mehr als 10% plus minus, also 8 bis, weiß ich nicht was, 11 oder so. Und waren seit 15 Jahren nicht in der Regierung. Und klar kann man einerseits sagen, deswegen ist auch bei ökologischen Fragen oder der Landwirtschaft so wenig passiert. Das wäre jetzt sozusagen der Parteitagsbeitrag, alle doof außer uns. Andererseits hat sich die Gesellschaft natürlich trotzdem enorm verändert. Obwohl wir nur so schwach waren, also jetzt eigentlich finde ich das total doof, immer so zu tun, als ob alles daran hängt, dass die Grünen stark sind. Aber nun, klar, ist ja ein Stück weit mein Beruf, das zu suggerieren. Aber dass Prozesse ja weiterlaufen, also ich meine, niemand heute hat noch eine Chance zu sagen, weißt du was, eigentlich hat der liebe Gott gewollt, dass Frauen Abwasch machen und nicht berufstätig sind. Das ist, aber vor 30 Jahren war das noch gang und gäbe. Du selbst konservativste Politikerinnen kriegen ein Problem, wenn sie sagen, Homosexualität ist eine Verirrung gewesen. Das ist durch. Das Thema sexuelle Selbstbestimmung und Freiheit und Selbstbestimmung auch in sexueller Hinsicht ist vielleicht nicht überall applausfähig, aber dass das gesellschaftlich gewonnen wurde, diese Debatte, bei allem, was noch zu tun ist, ist mir schon klar, das hat sich ja ereignet. Und das Klimaabkommen haben jetzt vor allem nicht Grüne Ministerinnen und Ministerinnen geschlossen, sondern andere. Das muss ja was bedeuten. Die müssen sich daran ja auch messen lassen. Und das Positive jetzt etwas konkreter für die europäische Wahl, aber das könnte tatsächlich Rebecca besser wahrscheinlich erläutern und erklären. Wenn du nicht willst, dann rede ich einfach weiter. Es ist ja erwartbar, es ist halt erwartbar so, nicht nur da unterscheidet sich die Wahl von allen vorherigen, dass wir einen starken konservativen oder rechtsnationalen Block kriegen werden im Europäischen Parlament, sondern wir werden eben auch keine Mehrheit mehr der alten Koalition aus SPD und Europäischer Volkspartei bekommen. Wahrscheinlich jedenfalls nicht. So, und das heißt, um den Kommissionspräsidenten zu wählen und überhaupt ein handlungsfähiges Europäisches Parlament zu haben, wird es sowas Ähnliches geben wie Koalitionsgespräche. Die müssen sich halt Partner suchen. So, und wenn es dann gelingen könnte, auf dem weiten Spektrum zwischen Syriza und Macron eine proeuropäische und proökologische Politik zu machen, dann hat selbst eine kleine Partei, und vielleicht werden wir ein bisschen stärker als 5% oder 6 oder so etwas, auf einmal viel mehr Einfluss, enormen Einfluss möglicherweise, weil die ja Zusagen brauchen, um dann Stimmen abzugeben. So funktioniert es halt normal und deswegen ist mir weder für, was die gesellschaftliche Dynamik insgesamt angeht, das war vor einem Jahr noch anders, aber im Moment sehe ich oder bilde mir ein, das zu sehen, vertrete ich es mir auch nur ein, dass seit der bayerischen Landtagswahl bis heute so eine Art Erwachen der Zivilcourage der Zivilgesellschaft eingesetzt hat. Und dass die Leute mehrheitlich wie ein Reflex auf die Jahre 15 bis 18 Mitte sagen, nee, so nicht und so nicht immer weiter. Und das merkst du all überall an den Gesprächen am Abendbrotstisch bis zu den Fridays for Future Demonstrationen, vor einem Jahr die große Ungeteilt-Demo in Berlin, was da an Dynamik auf einmal progressiv ist. Und wenn die Brexit-Wahl in dieser Stimmung, mit dieser Mobilisierung auch der Jugend in England durchgeführt worden wäre vor 2 Jahren, dann wäre die nicht so gekommen. Das hat sich alles, das ist dabei, sich zu verändern. Also
scheiß auf die 5%, mehr machen, aber vor allem darauf vertrauen, dass es eine zivilgesellschaftliche Kraft gibt, die irgendwie nur eine Artikulation braucht. Und der Unterschied, worauf ich raus wollte, ist, dass ich sagen würde, dass meine persönliche Deutung eben in der Nachkriegszeit hatten wir sowohl in der Bundesrepublik als auch in der EU im Grunde ein sozialdemokratisch-christdemokratisches Modell. Mit diesem Modell sind wir auch sehr gut gefahren. Das Modell kommt jetzt an sein Ende. Wir sehen das eben auch an den Bewegungen jetzt am rechten Rand, wo Leute keinen Unterschied mehr machen zwischen den beiden Modellen, sondern sagen, ich will eine Alternative dazu. Und ich glaube auch, dass es eine Alternative dazu braucht. Und ich sehe in Deutschland eben mit dem Aufstieg, jetzt dem Aufstieg der Grünen, auch eine tatsächliche Bewegung dazu, die hindeuten könnte, dass es tatsächlich eine zukunftspolitische Orientierung ist. In Europa scheint mir das aber ungleich schwieriger zu sein, weil das alte Modell im Grunde abgewählt werden wird bei dieser Wahl. Also Sie sagten es, dann braucht man noch die Liberalen, vielleicht die Grünen, um eine Mehrheit irgendwie noch zu kriegen. Aber das Modell sozialdemokratisch, christdemokratisch wird abgewählt und die stärkere Alternative scheint irgendwie die Stärkung von rechts zu sein. So war es in den letzten Jahren und ohne Frage jedenfalls in Ost- und Mitteleuropa. Wenn man an Österreich denkt, Italien und Cinque Stelle ist komplizierter, aber eine klassische linke Bewegung und vor allem eine linke ökologische ist das sicherlich auch nicht. Aber, also ich meine, es war ja deswegen, weil diese Beobachtung von vielen geteilt wurde, das Anliegen der CSU im bayerischen Wahlkampf, möglichst selber so zu werden. Das war ja, da erinnern sich sicherlich noch alle dran, dieser Sommer der Sprachlosigkeit zwischen Merkel und Seehofer und der Erfindung von Anti-Abschiebeindustrie und Asyltourismus und was sich der Dobrindt alles ausgedacht hat. Und das hat nicht funktioniert. Also die sind damit krachend vor die Wand gefahren und seitdem tut sich etwas. Das ist noch lange nicht gewonnen und die drei ostdeutschen Wahlen werden sicherlich der härteste Test sein, ob dieser Aufbruch, der spürbar ist, ob das durchträgt und ob das auch dann in Ländern, die eine gebrochene politische Erfahrung jetzt in den letzten 30 Jahren haben, wieder zu einem neuen Vertrauen führt, denn davon handelt es ja eigentlich. Ne? Vertraust du in demokratische Institutionen und Prozesse und auch, dass es fair zugeht, fair in der Gesellschaft und fair in der Politik, und dieses Vertrauen ist da offensichtlich porös geworden oder brüchig geworden. Also ich räume das ein, das ist sozusagen noch lange nicht ausgesungen, aber dass man eine Chance hat wieder, dass es möglich sein kann, proeuropäische und ökologische Mehrheiten herzustellen, das kann man doch geradezu riechen. So, und jetzt muss man einfach nur sich entscheiden, will man dafür kämpfen, dass es passiert oder nicht. Eine andere Wahl ist doch eigentlich gar nicht da. Vom Abwarten passiert es garantiert nicht. Ja. Ich meine, Viktor Orban hat Probleme in Ungarn wie noch nie zuvor. Mal gucken, wo das hinführt. Aber auch da, überall gibt es jetzt Gegenbewegung. So, haben Sie Fragen? Dann würde ich Ihnen, wenn es wirklich Fragen sind, ich muss es leider ganz streng sagen, haben Sie Fragen, wenn es wirklich Fragen sind, dann fragen Sie. Oh ja, hier gibt es jede Menge Fragen. Sie bitte. Vielleicht rufen und wir wiederholen es. Die damit einhergehenden sozialen Probleme in den Griff, um wirklich die breite Akzeptanz dennoch für das Erreichen des 1,5%-Ziels zu erreichen. Das ist eine Frage an dich. Ja, ich habe oder wollte jedenfalls sagen, dass es mit dem Wohlstandsbegriff, den wir gerade alle huldigen und leben, nicht gelingen wird. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass es nicht eine ärmere Gesellschaft sein muss. Also um das Wort zu nehmen, dass wir weniger Wohlstand haben. Mein kleines Beispiel waren ja einfach diese Tauschbörsen, die es ja jetzt schon gibt. Und meine Leute wollen einfach eine neue Jacke haben, weil sie aus modischen Gründen, kann man ja auch in Frage stellen, das haben wollen. Sie werden das aus ihren Kreisen sicherlich kennen, dass immer mehr
mal sich einmal im Monat hinsetzen und dann ihre Kleider rotieren lassen und dann haben sie halt alle eine neue Jacke, aber es wurden halt keine neuen gewebt. Das kann man bei Mobilität sehr gut deutlich machen und bei sicherlich auch bei Hausgemeinschaften, die sich dann in noch Facebook-Gruppen, aber ein geiles europäisches Projekt wäre ja mal eine europäische, nicht kommerzielle Alternative zu Facebook aufzulegen, also in digitalen Gruppen sich verabreden und ihre Haushaltsgegenstände miteinander tauschen und so weiter und so fort. Das ist noch keine Bewegung, aber es ist zumindest eine Idee, wie wir Lebensqualität, also Wohlstand halten können. Wir können natürlich auch weniger haben, meinetwegen, ohne aber diesen Kreislauf von Ressourcenverbrauch immer heißer zu machen. Und da, glaube ich, in der Tat ist ein Umdenken notwendig und auch total interessant und attraktiv. Denn, also ich nehme jetzt mal das Auto des Deutschlands, des deutschen heiliges Kind oder Kuh oder wie sagt man da? Ja, das wissen doch alle, dass das Ding Fahrzeug heißt und eigentlich nur rumsteht. Aber irgendwie wird Freiheit und Wohlstand gleichbesetzt, nicht mit möglichst günstig von A nach B zu kommen, sondern mit, ich muss ein Auto besitzen. Und dieses Denken von Besitzen als Wohlstandsindikator, das, glaube ich, können viele Leute weitgehend hinter sich lassen, ohne dem wirklich eine Träne nachzuweinen. Dann hast du eben keinen Ölwechsel mehr und musst nicht diese blöden Winterreifen jedes Jahr aufziehen. Aber du willst halt günstig von A nach B kommen. Klar, das ist in Berlin-Mitte leichter zu organisieren oder sich vorzustellen als auf dem ländlichen Raum. Aber die werden vielleicht andere Sachen hinbekommen. Wir müssen ja gar nicht insgesamt gleich alles machen, sondern es muss einfach nur einsetzen und so kriegen wir den Ressourcenverbrauch wahrscheinlich ein bisschen runter. Die Frage ist, wie unterstützt man das politisch? Also gibt es Maßnahmen, das anzutreiben? Und klar gibt es die, natürlich ordnungsrechtlicher Art, aber auch über den Preis kann man viel machen. Aber ich glaube, die beste Strategie ist tatsächlich, diese gesellschaftliche Dynamik irgendwie zu erzeugen. Also diese Generation, die jetzt auf der Straße ist, wenn die noch ein bisschen weitermacht und das wirklich zu ihrem Lebensmodell wird, die wird doch jedenfalls, bis sie selber Kinder kriegen und diese Sucht nach Bequemlichkeit einsetzt, die ich jedenfalls gut kenne, also ne, dann versucht man halt sein Leben auf die Reihe zu kriegen und man vergisst manchmal, was man sich so vorgenommen hat und geht auch den kurzen Weg, aber die würden vieles verändern. Also Greta Thunberg, um es im Beispiel zu sagen, sie sagt, sie will keine Weihnachtsgeschenke mehr bekommen. Ich finde es zu weitgehend zu sagen, wir verbieten jetzt Weihnachtsgeschenke in Deutschland. Aber dass Leute auf die Idee kommen, dass Weihnachten was anderes ist, als Playmobil-Schiffe zusammenzusetzen, sondern dass man spielt, redet und das schön dann miteinander, das kann sich doch zu einer gesellschaftlichen Tendenz auswachsen. Und ich glaube, dass das dann nicht weniger Wohlstand oder ein Verlust an einer wertvollen Gesellschaft bedeutet. So, Sie sind dran. Einen Teil meiner Frage haben Sie jetzt schon vorweggenommen, indem Sie sich eben für so einen reduktiven Lebensstil ausgesprochen haben. Aber natürlich in der Position eines Politikers sagt man häufig, da muss erstmal die Dynamik in der Bevölkerung entstehen. Und meine Frage bezieht sich jetzt darauf, wie mutig die Grünen vielleicht in ihren Forderungen sein könnten, um dann von Seite der Politik auch diese gesellschaftliche Dynamik zu steigern, weil die Parteien haben ja auch die Aufgabe der Mehrheitsbildung und der Meinungsbildung in der Gesellschaft. Also wenn Sie als Partei der Grünen auch ja, provokantere Forderungen in den Diskurs einbringen würden, dann würden, glaube ich, auch mehr Leute die unterstützen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil diese Veggie-Day-Erfahrung, die haben Sie ja sozusagen alle, dass das irgendwie bei uns nicht so geil gelaufen ist, das wissen Sie ja noch. Aber der zweite Satz ist, und das vergisst man, dass während wir wegen des Veggie-Days, der ja im Grunde auch, gut, es war jetzt vielleicht nicht so super clever, aber es war auch irgendwie lächerlich auf eine Art. Also es war jetzt auch nicht so mega revolutionär, dass dagegen ein Aufschrei durch die Republik hätte schwappen müssen. Aber während wir mit der Veggie-Day-Kampagne gescheitert sind, hat ein Autor, Attila Hildmann, mit dem Buch Vegan for Fit die Bestsellerlisten gestürmt. Ja, also es gab sozusagen zwei völlig gegenteilige Tendenzen. Einmal war vegetarisch am Donnerstagnachmittag in öffentlichen Kantinen der Untergang des freien fleischfressenden Abendlandes. Und auf der anderen Seite hat einer, der noch viel radikaler war, nämlich Vegan macht gesund, Bücher zugweise verkauft.
Und deswegen glaube ich, dass es sehr unattraktiv ist, also das ist bei mir in Erinnerung oder gelernt, wenn Politiker einem den Lebensstil vorschreiben, Minister, Bundeskanzler, Parteivorsitzende und sagen, ich sag dir, wann du ins Bett gehen sollst, ich sag dir, wie viele Weihnachtsgeschenke es gibt, ich sag dir, keine Ahnung, was du, welche Pflanzen du in deinen Garten einsehst. Oder Herr Habeck, ja, was bist bitte, du? Zum Ende, so bitte zum Ende, wir müssen noch eine Frage nehmen. Ja, aber der Gedanke ist entscheidend. Der ist entscheidend für alles. Bitte. Politik soll die besseren Regeln machen, nicht die besseren Menschen. Das müssen die Menschen selber machen. Und das muss man aushalten, dass in der Demokratie das auch mal länger dauern kann oder schief geht. Aber Schlagkraft kriegt Politik, indem sie sich auf Gesetze, auf Steuern, auf Verbote und so weiter konzentriert und auch einlässt. Und ich ehrlicherweise glaube ich meine, das Argument, die Verbraucher und die Konsumenten soll es alle machen, das hat im Moment ein Zuhause und das ist das Bundeslandwirtschaftsministerium. Da herrscht die Meinung vor, wir machen nichts am System, du kannst ja in Bioladen gehen und da einkaufen. Und das ist doch scheiße. Politik, es muss genau umgekehrt sein, dass Politik... Sie haben den Gedanken, der Moderator gibt mir ja nicht die Zeit, die ich brauche. Sie haben den Gedanken. Ich hätte gerne noch eine Frauenfrage, wenn das geht. Nee? Ja, sehr gut. Eine Frage von Frauen oder zu Feminismus? Ist egal. Frauen fragen, Sie haben das Mikro, schnell reden, bevor Unfried Ihnen das wieder wegnimmt. Ja, meine Frage würde, glaube ich, andocken an die erste Frage. Und zwar, dafür bekommt man ja wahnsinnig viel Applaus, wenn man diese Vorschläge macht. Also wenn es zum Beispiel um die Frage ginge, Kleidung tauschen und so weiter, Kreislaufwirtschaft. Die Frage ist, was erzählen Sie denn zum Beispiel der H&M-Verkäuferin, was erzählen Sie den Menschen bei VW, was erzählen Sie den ganzen Leuten, die in dieser Industrie gefangen sind, die Sie vielleicht ja gar nicht, Sie vertreten das ja vielleicht gar nicht, aber Sie müssen denen ja auch eine Option bieten und sagen, das ist dann dein Arbeitsplatz, davon kannst du alles andere bezahlen. Das ist, also, ne? Ja, stimmt. Und die Frage ist genau richtig, also es ist logisch, ne? Wenn wir weniger, jetzt unterstellt, wir würden ein Drittel weniger Dinge verbrauchen, also kaufen, die produziert wurden, wofür Leute Lohn bekommen, dann heißt das erstmal in einem statischen System, dass wir, ich weiß nicht, ob wir dann ein Drittel weniger Arbeitsplätze brauchen, aber natürlich deutlich weniger. Dann wird eben weniger produziert, die Firmen nehmen entweder weniger ein oder sie müssen die Preise anziehen für die Dinge und die werden dann teurer und bestimmte Leute, untere Einkommenssegmente können die sich nicht mehr kaufen. Ist genau richtig beschrieben. Ich glaube nur, man kann das ganz gut über die Vergangenheit argumentieren, dann entstehen halt andere Bereiche und andere Berufsfelder. Und wir werden diesen Wandel der Produktion sowieso erleben. Und zwar nicht nur bei den Dingen, also Autos, Playmobil-Schiffe und weiß der Geier was, sondern auch bei den Dienstleistungen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird die Digitalisierung so weit in unsere Gesellschaft in den nächsten 10, 12 Jahren eindringen, dass nicht nur Rasenmähen, Busfahren, Taxifahren, Fenster putzen und Toiletten sauber machen robotermäßig ersetzt wird, sondern auch Versicherungen abschließen, Geld anlegen, Kredite für Häuser oder Wohnungen bekommen, vielleicht Wohnungen suchen, bis hinein in die journalistische Schreibe wahrscheinlich geht es hinein, vielleicht sogar da. Und bis in die Politik. Es ist nicht unvorstellbar, dass irgendwann Großrechner stehen und die sagen, mach Faktor, also im Moment lässt man sich beraten von Abteilungsleitern und Referatleitern und so weiter. Es ist nicht unvorstellbar, dass man sagt, davon brauchen wir nicht ganz so viele, wir brauchen nur Leute, die die Maschinen bedienen können und sagen, wenn du Faktor X veränderst, was kommt bei Faktor Y raus? Und dann hast du so eine Art Wahl-O-Mat als Grundmodul der Politik. Selbst das ist nicht auszuschließen, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir nicht alle arbeitslos werden und die Roboter unsere Jobs machen, sondern für die Leute, die möglicherweise aus der Produktion rausgedrängt werden und diejenigen, die verdrängt werden von Robotern aus den Dienstleistungen, wird wahrscheinlich was Neues entstehen. Wenn ich wünschen dürfte, wohin die Reise geht, werden eher die Mensch-zu-Mensch-Beziehungen gestärkt werden. Also alle die Berufe, die im Moment so unter Druck stehen, Pflege, Kulturleistungen, Kita, Erzieherin, Lehrerin und so weiter, dass die auf einmal aufgewertet werden. Bleibt natürlich die Frage, wie wir das Ganze finanzieren können, aber das machen wir nächstes Jahr. So, ja. So, bitte um kurzes Handzeichen. Wer denkt jetzt immer noch, dass das Ende nah ist? Und wer sieht die Wände kommen?
Okay, das ist also eine einfache Mehrheit zumindest, würde ich mal sagen. Ich sage Ihnen herzlichen Dank. Die reicht mir. Ja. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie da waren, und ich sage besonders herzlichen Dank, dass er da war. Vielen Dank und alles Gute, Robert Habeck.